Der Blick zur Nachbarin. Wir sind verbunden mit Karolina Treffniak in Jelena Góra. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Was sind denn die aktuellen Entwicklungen in Sachen Infektionszahlen, in Sachen tote Menschen aufgrund von Covid-19? Dreht sich der Trend in Polen? Es lässt sich nicht so sagen, dass sich der Trend dreht, weil wir eigentlich jeden Tag neue Aussagen haben. Aber aktuell würde ich die Feststellung wagen, dass die Situation ein bisschen ruhiger ist als auf der deutschen Seite, als bei unseren Nachbarn, hier besonders in Sachsen. Ich habe auch Kontakt mit verschiedenen Menschen in ganz Deutschland. Das ist auch unterschiedlich vom Bundesland zu Bundesland. Bei uns liegen die Zahlen, also vom gestern zum Beispiel hatten wir unter 5.000 Neuinfektionen, die Daten von heute von 10 Uhr unter 7.000 Neuinfektionen. Und zu den Todeszahlen, da hatten wir, das sind die Daten auch vom heutigen Tag, 77 Fälle nur aufgrund von Corona. Also keine Vorerkrankungen wurden festgestellt oder wurden nicht bekannt und über 270 aufgrund von anderen Erkrankungen plus Corona, also Covid. Wie gestaltet sich denn jetzt nochmal das alltägliche Leben? Ich will gerne nochmal nachfragen, weil gerade auch in Tschechien ging es ja darum, Restaurants auf, Restaurants wieder kürzer auf, Restaurants zu. Ja, gibt es bei Ihnen eine klare Linie, wo man wirklich erkennen kann, das ist politisches Handeln? Gibt es ein Ampelsystem? Es gab dieses System noch im Oktober. Jetzt sind wir nach wie vor alle in dieser roten Zone. Also es sind Hotels geschlossen. Es waren nur die Dienstreisenden möglich. Da haben viele auch diese Idee ganz auf sehr, in Anführungszeichen, intelligente Art. Das heißt, alle waren auf Dienstreise dann. Aber die Hotels sind offiziell geschlossen für Familienveranstaltungen oder für private Aufenthalte. Die Restaurants sind geschlossen bei uns. Es ist nur das Essen zum Mitnehmen jetzt möglich. Aber es gibt auch viele Angebote, auch jetzt zur Weihnachtszeit, falls man da zu Hause nicht alleine kochen möchte oder keine Möglichkeit hat. Da gibt es dann Service. Man kann das Essen bestellen. Es gibt keine Weihnachtsmärkte, es gibt Online-Weihnachtsmärkte, das ist interessant, oder Online-Märkte mit Weihnachtsprodukten. Also da versucht man nach diesen Möglichkeiten zu greifen, die es gibt, aber die sind nicht so populär natürlich. Da fehlt diese Stimmung, da fehlt dieser Charme von diesen Weihnachtsmärkten. Glühwein, Musik, das verstehen Sie bestimmt auch. Das verstehe ich. Wir haben in Sachsen ja seit Montag so etwas wie Lockdown. Das heißt, die Schulen sind geschlossen. Hier gibt es große Probleme mit der Lernsoftware, quasi ein Hackerangriff gleich am ersten Tag. Sie in Polen haben ja Online-Unterricht jetzt quasi schon qualifiziert. Ja, könnte man so sagen, qualifiziert. Also meine Tochter hat Online-Unterricht seit, glaube ich, Mitte Oktober ungefähr. Also das, was jetzt in Sachsen als Lockdown bezeichnet wird, haben wir eigentlich die ganze Zeit. Ja. Bis auf die Läden, die jetzt zweimal am Sonntag geöffnet wurden, dann verkaufsfreie Sonntage gab es bei uns kurz vor Weihnachten. Und die Einkaufshäuser wurden auch geöffnet vor einer Woche, glaube ich. Aber da gibt es auch Einschränkungen zur Personenzahl und das wird dann echt kontrolliert. Auch die Mitarbeiter dann zählen ganz genau, wie viele Kunden es in dem jeweiligen Moment im Laden gibt. Ansonsten, also qualifiziert, ja, es gibt Online-Unterricht. Das funktioniert bei uns auch mit der Internetverbindung und so weiter. Auch die Lehrer haben sich inzwischen schon hochqualifiziert, würde ich sagen, die Lust hatten, einfach was damit zu machen, weil auch die Online-Welt andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel zu zusätzlichen Arbeitsmaterial oder Video und so weiter. Aber das, was fehlt und das, was vielleicht noch nicht so stark berücksichtigt wird, das sind diese sozialen Kontakte, die fehlen. Und welche gesellschaftlichen Folgen es dann anschließend haben wird, weil die Kinder, die sitzen eigentlich, also gesperrt vielleicht, naja, eigentlich sitzen sie zu Hause die ganze Zeit und kaum Kontakt mit den Gleichaltrigen haben seit Mitte Oktober. Ja. Und das ist meiner Meinung nach gefährlich dann für die Zukunft, weil eigentlich in der Schule diese sozialen Kontakte aufgebaut werden. Ja. Sprechen wir abschließend nochmal ganz kurz über das Weihnachtsfest. Ja.
Es ist ja nicht mehr lang hin. Wie sind denn Ihre aktuellen Regelungen und gibt es vielleicht auch Ideen, wie das Weihnachtsfest spannend und schön gestaltet werden kann? Es gibt Regelungen, die haben sich nicht geändert. Es dürfen nur 5 Gäste an dem Heiligabend teilnehmen, also Familie plus 5 Gäste. Es gibt natürlich größere Familien, die gerade zu dieser Zeit sich gerne treffen würden. Es gehen auch mit der Situation viele sehr vernünftig um. Aber bei dieser Regelung, vor allem bei Großfamilien, da kam ein Scherz dann, der dann rasch verbreitet wurde, dass wir uns zum Karpfen Beerdigung treffen werden. Weil zur Beerdigung dürfen sich mehr Personen als nur 5 treffen. Und da sollte dann ein Zettel angebracht werden an die Tür, dass zu dem Tag die Karpfenbeerdigung stattfindet. Weil angeblich auch unser Heiligabend dann streng kontrolliert werden soll, ob es dann sich mehr Personen als nur 5 Fremde in einem Haushalt befinden oder nicht. Aber das sind Scherze. Ich glaube auch nicht, dass es so weit gehen wird, aber trotzdem. Also die Menschen, habe ich auch den Eindruck, versuchen auch immer was bisschen Positives zu finden, damit nicht die Laune nicht im Keller ist, sondern dass man glaubt, dass es noch besser sein wird. Und nur mit dem Lächeln, einfach mit den positiven Gedanken kann man irgendwie damit umzugehen. Vielen Dank, Frau Treffner. Bleiben Sie positiv, bleiben Sie gesund. Ich wünsche Also Ihnen positiv ist jetzt in dieser in Situation dem ein sehr falsches Wort. Ich würde sehr ich ziehe Covid-negativ es bleiben. zurück. Ich ziehe es zurück und sage, bleiben Sie positiv gestimmt. Danke. Frau Danke Treffner, ebenso. vielen Dank, machen Sie es gut, ciao. Viel Gesundheit. Tschüss.